Hallo liebe Freunde von Grenzenlos Leben, schön, dass ihr wieder reinschaut. Heute zum Thema Auswandern nach Mexiko von Anfrage bis Ankunft in 27 Tagen. Was sagst du jetzt? In 27 Tagen richtig auswandern nach Mexiko? Ja, das geht. Doch bevor wir darauf eingehen, hinterlass bitte hier ein Abo für den Newsletter. Abonnier den Kanal bitte auch auf YouTube. Und vergiss bitte nicht Telegram, wo das wahre grenzenlose Leben stattfindet. Auswandern nach Mexiko von Anfrage bis Ankunft in 27 Tagen. Was meine ich damit? Von der ersten Anfrage an mich, Klaus, kannst du mir helfen, meine Auswanderung nach Mexiko zu begleiten, bis zur Ankunft in Mexiko, waren es 27 Tage. Ich spreche von Katja. Katja hat nach dem Q&A am 18. April sich am 19. April an mich gewandt und mir eine sehr lange und sehr freundliche Nachricht gesendet. Und ich zitiere da wirklich jetzt nur mal einen Ausschnitt aus der Nachricht. Lieber Klaus, zunächst möchte ich mich bei dir von ganzem Herzen bedanken für deine direkte Art, deinen Mut, deine Tatkraft und vor allem für deine Zeit, die du in wahnsinnig großem Umfang bereitstellst, um Menschen auch ohne materielle Gegenleistung durch deine Videos und deinen Q&A auf ihrem Weg zu einem grenzenlosen Leben zu unterstützen. Ich bin Mitte 30, in einer Beziehung, aber unverheiratet, keine Kinder und träume schon lange vom Auswandern. Ich habe als Teenager ein Jahr in den USA gelebt, in Klammern High School Exchange, und als Erwachsene durch Auslandspraktika Erfahrung sammeln können. Ich habe auch nach dem Studium, in Klammern Tourismus BWL, ein gutes Jahr in Panama gelebt und gearbeitet, Klammer auf, was mir dann aber zu klein wurde. Leider wurde der positive Vibe zurück in Deutschland sehr schnell wieder vom System zerstört und so habe ich mich die letzten Jahre nicht mehr frei geschaufelt und habe nun aber entschieden, dass ich Deutschland verlassen werde. Die politische Situation ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt oder der Tritt in den Popo. Mein Wunsch, dieses Land zu verlassen, geht aber schon viel weiter zurück. Das kenne ich und das verstehe ich. Dann hat Katja ihre Situation, ihren Plan, ihre Gedanken zu einer Auswanderung nach Mexiko ganz ausführlich dargestellt. Und darauf habe ich ihr dann geantwortet, das passt nicht so ganz. Und sie endet dann: Und last but not least würde ich mich natürlich sehr gerne mit dir persönlich unterhalten, um zu schauen, ob ich für dich als Auswanderlehrling in Frage komme. Herzliche Grüße aus dem Rhein-Main-Gebiet, Katja. Ja, das war am 19., am 20. sind wir in Kontakt getreten und am 15. Mai ist Katja pünktlich um 12.40 Uhr in Frankfurt abgeflogen und um 16.33 Uhr Ortszeit in Cancun gelandet. Das hier hinter mir, das ist Cancun. Man kann es in Cancun aushalten. Katja ist dann nach Playa del Carmen jetzt in den letzten Tagen weitergegangen und hat mir das alles in einer langen Nachricht geschildert, die ich heute in einem Beitrag Erfolgreich Auswandern 1, Katja, das verlinke ich hier drunter auch, auf Grenzenlos Leben veröffentlicht habe. Ein, wie ich finde, sehr, sehr interessanter Artikel, der Mut machen kann, der jeden von euch ermutigen kann, es auch zu tun, sich auch zu trauen, aufzubrechen. Katja ist nicht super reich. Katja hat ihren Freund oder ihre Beziehung hinter sich gelassen, was ihr schwerfällt. Katja ist einfach losgestartet und hat mit hoher Präzision und großer Konsequenz ihre Auswanderung erfolgreich zu dem Punkt geführt, wo sie jetzt steht, nämlich in Playa del Carmen am Meer in Mexiko. Und Katja wird auch Rückschläge erleben. Katja wird auch lernen, dass das eine oder andere letztendlich nicht so funktioniert. Aber Katja wird definitiv erfolgreich sein, weil Katja eines gelernt hat, auch wenn es schwer ist,
auch wenn es nicht einfach ist, auch wenn es weh tut. Der Erfolg im Leben hängt nur an einer wesentlichen Größe. Und diese Größe heißt Loslassen. Katja hat losgelassen. Katja hat sich getraut. Katja ist zu neuen Ufern aufgebrochen. Und Katja wird auch in dem neuen Land erfolgreich sein. Katja hat hierbei ihren Job verloren. Katja weiß nicht, wie sie jetzt in Zukunft weiterarbeiten wird. Und Katja hat nicht das dicke, große Geld, um da jedes Missverständnis zu vermeiden. Katja hat einfach gesagt, es geht so nicht weiter im besten Deutschland aller Zeiten und deswegen in Zukunft ohne mich. Denk mal drüber nach, ob das auch was für dich ist. Wenn dir dieses Video gefallen hat, bitte hinterlass ein Abonnement für den Newsletter, abonniere den Kanal hier auf YouTube und guck dir bitte auch das wirkliche grenzenlose Leben auf Telegram an, weil dort ist sozusagen grenzenlos Leben unzensiert. Ein letzter Gedanke. Jetzt sagst du vielleicht, ja, Katja, aber ich. Hör auf, aber ich zu sagen. Hör auf, dir zu erklären, was die Probleme sind und fang an, die Lösungen in deinem Leben zu finden. Jetzt sagst du vielleicht, ja, aber was ist, wenn's schief geht? Ja, was ist, wenn's schief geht? Wenn du immer mit der Handbremse im Kopf denkst, geht alles in deinem Leben schief. Vielleicht schon seit Jahren. Vielleicht hast du dich ans Schiefgehen schon gewöhnt. Halt doch mal für möglich, dass auch du über dich hinauswachsen kannst, dass auch du Dinge bewegen kannst, die du nie gedacht hättest und dass auch du diesen Erfolg wie Katja haben kannst. Wie wär's damit? Denk mal drüber nach. Dein Klaus von Grenzenlos Leben.